Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe bei candledream.de bestellt und wollte euch heute meine neuen Yankee Candle Schätze sozusagen zeigen. Es sind gar nicht so viele geworden, sie passen alle wunderbar in diesen Karton, der innerhalb von 2 Tagen bei mir ankam. Es ist, glaube ich, meine 2. Bestellung bei candledream. Und was ich super schön bei denen finde, ist zum einen, dass wirklich alles top verpackt, zumindest was die Tarts angeht. Ich habe ja keine Gläser von Yankee Candle wegen meinen Katzen. Da sind Kerzen immer ein bisschen gefährlich. Und das Schöne hier ist, dass candledream über das Amazon-Konto abrechnet. Also dass, wenn man kein PayPal hat, nichts vorher überweisen möchte, aber ein Amazon-Konto hat, kann man das angeben und dann meldet einem Amazon diese Bestellung und zieht das dann von dem Konto ein. Das heißt, zu Amazon hat man eh schon eine Geschäftsverbindung und das fand ich sehr praktisch. Bestellt hatte ich Freitag, angekommen ist es Montag und war wirklich top verpackt. Ich habe das auch schon alles soweit ausgepackt, damit es jetzt nicht zu laut und krischelig wird. Ich bestelle ja so 2-3 Mal im Jahr ein bisschen mehr an Tarts. Ich bestelle sehr oft eigentlich meine Favoriten, meine Lieblinge. Ich habe so eine Top 8 an Düften, die ich unglaublich liebe. Und ich habe mich letztens ja bei Susan durch einige Düfte geschnuppert. Ich packe ihr Video mal unten in die Infobox, da hatte sie ja ihren Haul vorgestellt. Und ich habe dann auch durch ihre komplette Sammlung geschnuppert und habe mir all die Düfte, die toll rochen, einfach mal mit abfotografiert und habe jetzt auch einige mit hier bestellt. Zudem auch Düfte der aktuellen Herbst-Cookie-Kollektion und auch einen Duft, glaube ich, der Winterkollektion. Und ich denke, wir fangen einfach mal an. Oben auf liegt der erste Cookie-Duft, und zwar Magic Cookie Bar in diesem super schönen gelben Tart und mit diesem ganz, ganz tollen Label. Und dieser Duft ist ein Nachkaufduft, den hatte ich nämlich schon und ich fand ihn so, so toll und habe auch 3/4 des Tarts schon aufgebraucht und dachte, Mensch, den brauchst du in diesem Herbst einfach nochmal, und er riecht genau nach dem, was draufsteht, nach Kuchen, nach Butterkeks und ist sehr zuckrig, sehr butterig, sehr nach Teig und er riecht einfach unglaublich gut. Die erste halbe Stunde war warm, fast schon eine Spur zu süß, das hat sich aber zum Glück nach dieser halben Stunde gelegt und so durfte er jetzt im Grunde nochmal mit. Kosten bei candledream die Tarts, glaube ich, alle um die 2,25. Es gab auch welche, wenn die so im Ausverkauf oder so sind, die günstiger waren, aber das ist so der reguläre Tartpreis, sage ich mal so. Und der zweite Duft aus dieser Kollektion ist Mary Berry Linzer und der ist in einem wunderschönen Rot und der soll nach Mandeln, Vanille, ein bisschen Butter, und Zucker riechen. Und das macht er. Also er riecht auch unglaublich lecker. Man riecht wirklich, finde ich, die Mandeln heraus und auch die Himbeeren. Also das finde ich wirklich super lecker. Und die Vanillenote rundet das ab. Das ist ja ein Gebäck, wie man auch oben aufsieht, das wir, glaube ich, alle kennen. Und ich finde, er riecht auch wieder hier wunderbar nach Kuchen, nach frisch gebackenem und wirklich so einen Hauch Himbeer finde ich sehr, sehr schön. Und der dritte Duft dieser Reihe ist dann Iced Gingerbread. Ja, der riecht sehr, sehr, sehr zimtig, wie ich finde. Ja, danach soll er natürlich auch riechen. Er soll riechen nach Zucker, nach Lebkuchen, nach Muskat und Vanille und Zimt. Und ja, ich finde, er riecht unglaublich nach Lebkuchen. Fast eine Spur zu viel Zimt. Aber mal gucken, wie sich das warm so dann im Raum verteilen wird. Ja, er riecht lecker. Also er riecht lecker, vielleicht eine Spur zimtig. Aber ich bin jetzt kein Zimthasser in irgendeiner Art und Weise, aber zu viel Zimt macht bei mir immer unglaublich hungrig, wie ich finde. Und auf die freue ich mich sehr. 2 von 3, die ich ja noch nicht kannte. Dann ist bei mir ein Weihnachtsduft eingezogen. Ja, und zwar Christmas Magic, auch ein super, super schönes Tart. Also wie man sieht, bei mir ist Herbst, Winter angekommen. Es ist ja auch unglaublich kalt aktuell draußen. Und hier haben wir eine Mischung aus, also es heißt Bergamotte, Birke, Kiefern, Mandarine. Ich finde, die riecht man. Weihrauch und Zedernholz. Also es ist ein bisschen ein herberer Duft durch die Bergamotte und auch Zedernholz. Es soll Eukalyptus drin sein. Den rieche ich aber aktuell nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er dafür dann im Grunde irgendwann für die Frische sorgt. Also dass das etwas schwerere durch die Frische Eukalyptus
dann eben ja so ein bisschen Gegengewicht bekommt. Aber bis jetzt sehr angenehm, zumindest kalt, auch nicht zu herb, was wahrscheinlich tatsächlich auch ein bisschen an der Mandarine riecht und an der Tanne. Also bin sehr gespannt, wie auch der dann warm riechen wird. Dann Snowflake Cookie, ein zart rosaner Tart mit auch einem Sub, ich hoffe, ich sehe es jetzt ein bisschen, mit einem super, super süßen Label. Und der soll einfach nach Butter, Keksen, Vanille und Zucker riechen. Und das macht er. Und wer jetzt sagt, riecht er dann wie der Gelbe? Nein. Also er riecht tatsächlich mehr nach Butter und Vanille als nach den Keksen. Also ich glaube, dass der warm dann halt auch wie Bäckerei riecht. Aber ich finde ihn sehr angenehm. Er ist nicht zu teigig, sage ich mal. Also er riecht nicht zu sehr nach Teig, sondern wirklich, ja, er hat auch so eine gewisse frische Komponente mit drin. Und ich finde den super lecker so. Und ich finde ihn auch super süß. Ich weiß nicht, ob man es mit der Lampe so gut gerade sehen kann. Finde ich auf jeden Fall lecker. Ja, es ging weiter mit Winterdüften. Und zwar gibt es einen neuen Winterduft. Und der war tatsächlich auch Anlass, dass ich so schnell sozusagen bestellt habe, meine Winterdüfte. Und der ist ein Traum, den habe ich schon zweimal bestellt und einmal sogar schon angehabt. Und der ist auch warm, absoluter Duftgenuss. Und zwar Spiced White Cocoa, das ist ein neuer Winterduft jetzt für 2017. Ich glaube, einer von dreien oder vieren, aber die anderen haben mir nicht so zugesagt, deswegen durfte nur er mit. Und der riecht nach Butterscotch, Karamell, Muskat, Sahne und weißem Kakao. Und ich finde, man riecht die Schokolade zumindest, die weiße Schokolade, man riecht das Karamell, man riecht die Sahne und man riecht tatsächlich auch ein bisschen den Alkohol. Ich hätte jetzt eher auf Rum getippt, aber Butterscotch... Ich habe selbst noch nicht getrunken, aber es riecht gut. Ich habe den zweimal bestellt und habe den direkt auch angemacht, wie er gekommen ist, weil ich so neugierig auf den war, weil ich eben auch dachte, wenn dir der gefällt, dann musst du den gegebenenfalls auch nochmal nachbestellen, weil wenn es eine Winter Limited Edition ist, dann gibt es die natürlich nicht allzu lange. Und der ist super lecker. Absolute Empfehlung. Der sollte überall duften, jetzt in der Herbst-Winterzeit. Dann zwei Düfte, die ich bei der lieben Susan geschnuppert habe, wenn es nicht sogar drei waren, das weiß ich gerade gar nicht. Und zwar einmal Home Sweet Home, ein Duft, der nach Gewürzen, Tee und Zimt riecht. Und das tut er. Also er riecht wirklich sehr gewürzig, wie so diese Mischung, wenn man einen Chai-Tee macht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Genauso riecht das. Also ein Ausbund an Gewürzen und so einen Hauch Zimt und er riecht wirklich nach Tee und das finde ich super lecker. Und den habe ich bei Susan geschnuppert und der hat mir so gut gefallen und ich freue mich jetzt, den warm zu duften und bin dann eben Home Sweet Home. Und das sind wirklich so Düfte, die kann man auch in jedem Raum gefühlt anmachen. Vielleicht nicht ganz so unbedingt, wenn man frische möchte, wie im Bad zum Beispiel, dann ist das natürlich eher nichts. Aber ich bin ja kein so extremer Zitrusduftmöger. Dementsprechend finde ich solche Düfte immer ganz, ganz wunderbar. Dann ein Duft, der mich total bei Susan begeistert hat, und zwar Cranberry Pear. Und das tat absolut so, was draufsteht, nach Birne und Cranberry. Und es sollen auch Preiselbeeren mit drin sein. Und es riecht absolut fruchtig. Man riecht unglaublich die Birne heraus, eine sehr angenehme, warm duftende Birne. Und das Cranberry, ja, sorgt, glaube ich, so ein bisschen für die nötige Frische. Also ein ganz, ganz toller Duft und der mir wirklich schon bei Susan sehr gut gefallen hat und der jetzt auch bei mir duften darf und ich freue mich da wirklich mega drauf. Und und dann der letzte sozusagen Neutat, dann ist noch einer da, den ich schon kenne, und zwar Gingerbread Mabel, ein weißer Duft. Und auch der riecht nach, riecht einfach gut. Auch der riecht natürlich nach Lebkuchen und Zimt und der riecht super lecker. Und der riecht echt gut. Also das ist echt ein unglaublich toller Duft, der auch wieder so schön zuckrig und nach Gebackenem riecht. Und man sieht hier, glaube ich, das müssten hier so Pancakes sein, vermute ich mal, mit so einer Sahnefüllung. Und ja, er riecht einfach gut. Also er riecht wirklich so ein bisschen wie Omeletten, also was bei uns Omeletten sind. Und das ist super lecker. Und bei uns sind Omeletten ist eine Süßspeise. Ich weiß, in Berlin ist das ein Spiegelei, nein, ein Rührei, das so zusammengeklappt ist. Das ist es bei uns nicht. Bei uns ist das was Süßes. aber super, super lecker. Und freue ich mich auch schon, den zu duften. Und der letzte Duft, den ich bestellt habe, ist ein mir bekannter, den ich auch schon einmal anhatte und den ich einfach so toll finde und froh bin,
Dass er da ist. Ein Traum. Und zwar Macaron Treats. Ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen. Gefühlt jeder hält diesen Duft aktuell unter die Nase, vor die Kamera. Und der riecht einfach, was draufsteht, nach Macarons. Er riecht sehr, sehr süß. Er riecht nach Zucker, nach Keks, nach Mandeln, ein bisschen Vanille. Also er riecht unglaublich lecker. Also ich finde den wirklich ganz, ganz toll. Und der riecht auch warm, sehr angenehm, nicht zu süß. Und ja, man würde am liebsten reinbeißen. Also ich finde, das ist ein ganz toll und sehr gelungener Duft. Und der ist wirklich ein Traum. Und den gibt es ja immer mal nur vereinzelt. Der ist mal rausgenommen worden. Dann gab es ihn, glaube ich, nur noch auf Amazon. Und ja, Candle Dream hatte ihn jetzt auch. Und ich finde den toll. Also ich bin da ein absoluter Fan. Also ein ganz, ganz toller Duft. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir die Farbe nicht ganz so gut gefällt. Deswegen glaube ich, wäre das für mich auch kein Glaskandidat, weil ich so ein grünes Glas irgendwie komisch fände. Aber der Duft ist ein absoluter Traum. Und man soll sich ja nicht vom Aussehen irgendwie beeinflussen lassen. Und das machen wir natürlich auch gar nicht. Und das war sie nun auch schon. Meine ja, Yankee Candle Bestellung. Ich denke auch so ziemlich die letzte in diesem Jahr. Mal gucken, was die echten Weihnachts Limited Editions dann noch so bringen. Vielleicht werde ich da vereinzelt noch bestellen. Aber ich bin ja jetzt durch die letzten Einkäufe und Bestellungen auch erstmal wieder so ein bisschen eingedeckt. Ich habe ja auch einige meiner Favoriten ja damals nachbestellt und ja, war ja jetzt auch letztens erst in der Thalia und habe da drei Düfte geshoppt und ja, es ist schon, ja, ist schon schön. Also mir gefällt das nach wie vor sehr gut. Ich mache das ja schon 3-4 Jahre, wo ich diese Yankee Candle mag, und ich finde auch schön, dass es ja, so einen neuen Hype um diese Düfte aktuell gibt auf YouTube, nicht nur auf BookTube, sondern insgesamt auf YouTube. Und ja, man lässt sich da natürlich auch sehr schnell anstecken von Duftbeschreibungen, und das finde ich wirklich super schön. Und das ist halt auch wieder so eine Gemeinsamkeit, die man teilen kann. Als Hobby würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen, weil man, also na, das ist ja eher wirklich was das Leben so ein bisschen unterstützt. Und mit Düften kann man halt wirklich ganz viel in dem Raum auch machen und ja, helfen eben auch jetzt in der dunklen Jahreszeit. Rollo runter, Kerzen an, Licht an, und dann duftet der Raum lecker und dann vergisst man vielleicht das Schmuddelwetter draußen. Das ist so meine große Hoffnung, jedes Mal ein neues im Winter, und ganz oft klappt das ja auch gut. Und ja, das war's nun von mir. Jetzt würde mich natürlich euer Lieblingsduft interessieren, ob ihr überhaupt schon Yankee Candles ausprobiert habt oder ob ihr einer anderen Duftmarke verfallen seid. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr Lust auf den Austausch habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bestellung, und ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.